Im heutigen Video zeige ich, wie man Wasserstoff herstellen kann. Wasserstoff kann hergestellt werden, indem Wasser einerseits zu Sauerstoff und andererseits zu Wasserstoff gespalten wird. Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse und die Geräte dazu Elektrolyseur. Den Elektrolyseur in diesem Video mit zwei integrierten Zellen habe ich bei einem Wettbewerb verwendet. Dabei ging es um alternative Energien und Antriebe. Mithilfe der Zellen wird destilliertes Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Es liegen hierbei 4 Volt und etwa 3,9 Ampere an. Das ergibt etwa 15 Watt Leistung. Und dabei werden erstaunliche 65 Kubikzentimeter Wasserstoff pro Minute produziert. Für die folgenden Versuche wird der Sauerstoff nicht benötigt und an dem Wasservorratsspeicher abgelassen. Mit Wasserstoff kann man einerseits mit Hilfe von Brennstoffzellen wieder Strom gewinnen, andererseits kann man den Wasserstoff auch zu Versuchszwecken anzünden. In Verbindung mit Sauerstoff verbrennt der Wasserstoff und als Produkt entsteht wieder Wasser. Der Wasserstoff verbrennt immer mit einem Knall. Damit die Blasen nicht allzu schnell platzen, habe ich etwas Spüli dazugegeben. Die eben angesprochene Stromerzeugung mit Wasserstoff und einer Brennstoffzelle folgt in einem separaten Video. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, freue ich mich über eure Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der folgenden Videos mehr verpasst.